Nimm dich zusammen, mein Lieber. Sei ein Mann. Denk immer an den großen Bonaparte. Als er in deinem Alter war, hat ihn ein Lehrer mal gefragt, für wen er sich eigentlich halte. Und er antwortete, für einen Mann. Na, und wie heißt du? Georges Dessart. Lucien de Rouvert. Bist du schon mal in einem Internat gewesen? Nein, ich war auf dem Gymnasium, aber meine Eltern meinen... Na, da wirst du dich hier aber ganz schön umsehen, mein Junge. 5.30 Uhr wecken, 6 Meditation, 6.20 Uhr Messe, 7 Arbeitsstunde, 7.30 Uhr Frühstück, Pause, Unterricht. Pause, Arbeitsstunde, Unterricht, Abendessen, geistige Lektüre und schlafen gehen. Rein zu bleiben, wie ihr es seid, oder um es aufs Neue wieder zu werden, so ihr es durch ein Unglück nicht mehr seid, müsst ihr wachen und beten. Wacht über eure Freundschaften. Und mögen es auch niemals jene heimlichen Freundschaften sein, die einzig von euren Gefühlen bestimmt sind, sondern offene Freundschaften der Seele. Seelenfreundschaft ist nicht geheim. Furchtbar still, nicht? Ich sehe, wie dein Herz schlägt. Da. Das schlägt aber schnell. Bist du gelaufen? Bin ich nicht. Schlägt es immer so schnell? Das kommt nur davon, weil ich auch ein Gedicht gemacht habe. Ich wollte mich bedanken. George, vielen Dank für das wunderbare Gedicht. Ich freue mich und vergesse sie nicht. Ich bin fleißig, um versetzt zu werden, ganz bestimmt. Dass wir im nächsten Jahr uns beide näher sind. Das wäre schön, denn ich mag sie. Und sie mögen mich.